Hallöchen und willkommen zu einer neuen Runde Haut Bellaro experimentell mit mir auf der, ja, jetzt bereits vorbereitete Ernte der Rote Beete. Aber vorerst Theorie, dann die Praxis. So, wo haben wir es denn? Da ist er. Rainer, moin, moin. Schön wieder da. So, das heißt, wir brauchen keinen Krautschläger. Na, da bin ich mal gespannt. Gut, dann mieten wir uns jetzt mal den Ernter für Rote Beete. Dafür gehe ich wieder auf das Grimme. Was ist denn der Erntemaschine? Moment. Sieht aus, als wäre das von Querneland, ne? Den Ernter. Auch nicht. Ja, Gemüseernte. Ach, da haben wir es ja schon. Oha. Moment, jetzt mal langsam. Du hast eine Arbeitsbreite von 0,8 Meter. Okay. Auch 0,8. Ja, das habe ich mir schon gedacht, ne? Sind direkt Ablader. Na gut, nein. Gut, gut, mieten. Reicht schon. Schauen wir uns dann einfach mal an hier. Ja. Naja, fahren wir das Ding erstmal auf dem Feld und dann gucken wir uns das mal an. So. Das heißt ja, es müsste ja natürlich dann einer da mitfahren, ne? So.
Ah, mit 170 PS sollte das eigentlich. Meinst du, Rainer, es würde auch ein, wie soll ich sagen, ein vom Boden kannst du die nicht aufsammeln, oder? Weißt du das zufällig? Oder muss man? Das wäre nämlich jetzt auch mal interessant zu wissen. Okay, warte mal. Dann lass uns das gerade noch mal im Shop vielleicht gucken. Guck mal. Wir haben uns das Ding geholt, ne? Aber der hier, der hat einen. Fünf Komma fünf, ne? Also der hätte zum Laden was drin, aber egal, hast ja. Das passt ja. Dann gucken wir mal, dass wir das mit dem Abladen mit dem Helfer machen. Also ich würde dann eher wieder sagen, Cosplay laufen lassen. Und dann hole ich einfach kurz den Valtra. Weil der Valtra kann nämlich dann auf der Seite dann schon mal abladen helfen. Das geht schon. Oder ich muss den Waldrad quasi fahren, ne? Weil der Hänger, einen Ladehänger haben wir ja. 33 Kubik. Dann können wir uns endlich mal die ersten. Unsere erste rote Beete ernten. Geil. Nice. So. Gucken, ob das mit Cosplay funktioniert. Einfach nur hoch und runter, ne? Im Uhrzeigersinn. Keine Überlappung. Okay. Ist ja nicht schlecht. Ach. Kein Vorgewende. Wie sieht das aus? Ah. Oh Gott.
Okay. Das hätte man schon mal. Dann dürfte das hier. Shit. Das stimmt fast nicht. Wird dann hier quasi anfangen. Okay. Dann holen wir uns noch schnell den Baldrader dazu. Der hat nämlich auch 305 PS, genau wie der schon bei der unserem Massey Ferguson. Ich hoffe nur, das geht. Wenn du sagst Holzkisten. Meinst du, der wird Holzkisten ausspucken? Oder generieren? Lass uns mal kurz... angucken. Wir gehen dafür nochmal Einstellungen auf Tastatur. Tja, nix für... Wir probieren es mal. Mal gucken, was passiert. Cool, das Häufchen ist weg. Er wartet auf mich, das ist gut. Oh, komm schon, Junge. Na komm schon, Allrad Scheiße.
So, so läuft das. Ach, Digga. Das fahren wir nur für die Kosmetik. Schauen wir uns mal das Spektakel mit den Wänden an. Mitten durchs Feld heizt der Drecksack da, ey. So. Bisschen ranfahren. Gleiche Geschwindigkeit. Wenden wir das aber nix. So. Da musst du echt aufpassen, wie schnell du da dann da rankommst, siehst du? Kannst du zwar so machen, aber... Sieht auch stark aus, ey. Animiert, ne? Guck, da hat die Brocken. Aber du fährst verdammt nah. An dem Typ da, ja. Aber es gehen Haufen verloren, ey. Ich finde es schade, dass es keiner. Ja, toll. Siehst du das? Der ganze Scheiß geht verloren. Ja, dass es keinen Bunker gibt, das geht auf jeden Fall schade.
war. Muss schon verdammt gut erwischen, ey. Na gut, er macht zwar jetzt nichts auf der Seite, aber... Knutscht nämlich schon wieder am Hinterreifen. Er nimmt zwar die Bahnen mit, ja, aber er dürfte immer nur von einer Seite machen. Also Fakt fehlt. Also Fakt ist auf jeden Fall. Es müsste, so wie bei den Zuckerrüben, die fallen alle durch den Boden. Die müssten liegen bleiben. Man bräuchte so wie eine Europa-Maus, da die das alles einsammelt. Gerade wenn du alleine fährst oder so. Dürfte ja dann nichts passieren. Und dass du quasi deine Linie ziehst, ja. In den Anhänger brauche passen 33.000 rein. 33.000 Liter. So. Und er müsste bis zur Ende der Linie auf jeden Fall mitfahren. Er dürfte gar nicht erst stehen bleiben. So. Hat er gemacht. Wir warten jetzt. Ja. Da schmeißt er schon wieder alles raus. Und das dürfte nicht passieren. So. Also kurz gesagt, genau das ist der. Das ist das, was ich meinte, ja. Und das darf dir nämlich nicht passieren. Aber so ernst du quasi auch deine, ja. Genau. Er müsste stoppen, bis ich da bin. Aber naja, so. Wie gesagt, das war's zum Thema Ernten von den roten Beeten. Und dann sehen wir uns natürlich dann wieder in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.